Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mit euch ein Dusch-WC installieren. Hier installieren wir ein Dusch-WC von der Webseite bernsteinbadshop.de. Hier auf dieser Seite stehen uns zwei verschiedene Dusch-WC-Modelle zur Verfügung. Einmal das Bernstein Dusch-WC Basic und das Bernstein WC Dusch Pro Plus. Hier in diesem Video installieren wir das Bernstein WC Dusch Pro Plus. Diese Installation, die ich euch hier zeige, ist natürlich auch 1:1 auf die Basic-Version anwendbar. Für die Installation stehen uns nun zwei Installationsvarianten zur Verfügung. Einmal die Anschlüsse außen liegend und einmal die Anschlüsse innen liegend. Bei außen liegenden Anschlüssen benötigen wir eine Schuko-Steckdose sowie natürlich auch hier ein Eckventil, einen Wasseranschluss außen liegend. Ich möchte natürlich meine Anschlüsse verdeckt installieren. Aus diesem Grund habe ich mich für die zweite Installationsvariante entschieden. Ich habe hier meinen Wasseranschluss sowie natürlich auch meinen Elektroanschluss aus der Wand ausgeführt. Dieses lassen wir am besten von einem Elektrofachbetrieb installieren und natürlich auch die Wasserleitung am besten von einer Klempnerfirma einbauen. Haben wir dieses soweit vorbereitet, können wir dann diese Anschlüsse direkt mit unserem Dusch-WC verbinden. Wer es noch etwas komfortabler haben möchte, kann natürlich auch den Elektroanschluss mit einer wasserdichten Steckkupplung realisieren und hat somit natürlich auch die Möglichkeit, im Wartungsfall das WC schneller vom Stromnetz zu trennen. Haben wir uns nun für eine Anschlussvariante entschieden, kommen wir zu unserem Dusch-WC. Wir packen das Dusch-WC aus und überprüfen alles auf Vollständigkeit. Ist hier alles in Ordnung, kommen wir zum Zuschnitt unserer Anschlussrohre. Wir haben hier einen Zulauf sowie auch ein Ablaufrohr. Um hier die Länge zu ermitteln, stecken wir das Zulaufrohr hier oben ein. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Zulaufrohr komplett eingesteckt ist. Nun markieren wir unser Zulaufrohr auf der Höhe unserer Wand. Und entnehmen dieses. Wir begeben uns mit dem Zulaufrohr zu unserem Dusch-WC, bringen es hier hinten ein und bringen auch hier eine Markierung auf dem Zulaufrohr an. Diese muss deckungsgleich mit der Außenkante des WCs sein. Nun ermitteln wir das Differenzmaß zwischen diesen beiden Strichen. In meinem Fall wäre es ca. 6 cm oder 60 mm. Diesen ermittelten Maß geben wir weitere 6 mm hinzu und zeichnen dieses vom Ende des Rohres an auf. Hier haben wir nun unsere Schnittkante ermittelt. Bei dem Ablaufrohr gehen wir ähnlich vor. Auch dieses stecken wir hier unten ein. Markieren uns hier die Außenseite der Wand, entnehmen unser Ablaufrohr, stecken dieses hinten am WC an und markieren auch hier die Außenkante des WCs. Auch hier ermitteln wir unser Zwischenmaß, das wäre in meinem Fall ca. 32 mm. Diesem Zwischenmaß geben wir 3 weitere Millimeter hinzu und zeichnen dieses vom Ende des Rohres an auf. Somit haben wir nun die Gesamtlänge unserer Rohre ermittelt und können diese mit einem geeigneten Werkzeug einkürzen. Nach dem Einkürzen der Rohre entfernen wir den Schnittgrat und brechen mit einer Feile leicht die Kanten. Kommen wir nun zur Befestigung des WCs. Hierfür benutzen wir M12er Gewindebolzen. Dessen Abstand messen wir an der Rückseite des WCs. Wir begeben uns an die Unterseite unseres Spülkastens, überprüfen hier unseren Abstand und schrauben hier unsere Gewindebolzen ein. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Gewindebolzen ca. 48 bis 49 mm aus der Wand herausstehen müssen. Auf die so vorbereitete Befestigung geben wir nun unseren Isolierkörper. Diesen stülpen wir hier über die Gewindebolzen und bringen hier dann zum Abschluss noch unsere beiden Rohre ein.
haben wir unsere Vorbereitungen soweit abgeschlossen, sollte unser Wasserzulauf mindestens noch 20 cm aus der Wand ragen und unser Elektroanschluss noch mindestens 40 cm. Wir bringen nun an unserem Wasseranschluss unseren Sperrhahn auf. Bitte hier unbedingt auf den richtigen Sitz der Dichtungen achten. Alternativ kann hier nun noch ein Wasserfilter aufgebracht werden. Und am Ende des Wasserfilters wird unser Anschlussschlauch zum WC angeschlossen. Kommen wir nun zur Montage des WCs. Hierfür entnehmen wir die obere Einheit. Hierfür lösen wir die beiden Schrauben, entnehmen diese und ziehen die obere Einheit nach oben ab. Nun können wir unser WC an unseren Bestimmungsort bringen. Sollten hier alle Einbaumaße stimmen, können wir unser WC direkt in unserer Styroporschale lassen und zu unserem Bestimmungsort schieben. Hier bringen wir nun unseren Wasseranschluss sowie auch unseren Stromanschluss ein. Diese können links und rechts hier eingeführt werden. Nun schieben wir unser WC vorsichtig an den Bestimmungsort, schauen, dass alle Maße stimmen. Bringen unseren Gummischutz links und rechts auf unsere Gewinde auf und schieben vorsichtig dabei unser WC an die Wand heran. Nun können wir unser WC vorsichtig verschrauben. Wir ziehen es mit einigen Zügen vorsichtig an, sodass unser WC selbstständig hält. Nun können wir unsere Styroporauflage vorsichtig unter dem WC herausziehen und unser WC festziehen. Beim Festziehen ist darauf zu achten, dass das WC waage montiert werden muss. Und hier noch ein kleiner Tipp zum Anziehen der Muttern. Es handelt sich hierbei um einen keramischen Körper, also zieht die Muttern bitte nicht zu fest an. Es empfiehlt sich auch, die Muttern abwechselnd gleichmäßig anzuziehen, also links, rechts und überprüft einfach nur den Sitz eures WCs, indem ihr einfach mal kurz vorne drauf drückt. Wenn es keine größere wippende Bewegung mehr ausgibt, sind die Muttern fest genug gezogen. Bitte zieht sie nicht zu fest an, sonst könnte hinten der keramische Körper brechen. Sitzt das WC nun fest an der Wand, können wir die überstehenden Isolierstreifen einfach mit einem Cutter bündig abschneiden. Optional kann man hier die entstandene Fuge später noch mit weißem Silikon schließen. Kommen wir nun zum Anschluss unserer Einheit. Wir bringen unseren Wasseranschluss unten an unserer Einheit an. Hierbei ist auch darauf zu achten, dass die Dichtung korrekt sitzt. Der Stromanschluss kann nun auch hergestellt werden. Entweder wir stecken unseren Stecker in die Steckdose oder hier in meinem Fall wird der Stromanschluss direkt mit dem Schalter verbunden. Haben wir alles angeschlossen, öffnen wir unseren Wasseranschluss, prüfen ihn auf Dichtigkeit. Wichtig, das Oberteil darf sich nicht in liegender Position befinden, währenddessen es vollläuft. Wir montieren also zügig das Oberteil auf unserer Toilette. Und entnehmen unten aus der Toilette die Start-Reset-Einheit. Hier betätigen wir den Reset-Schalter, um das System in Betrieb zu nehmen. Nach dem Inbetriebnehmen wird die Start-Reset-Einheit unten in der Toilette verstaut. Haben wir nun unsere Installation abgeschlossen, empfehle ich die Installation noch einige Zeit im Auge zu behalten, sodass auch alles dicht ist.
habt ihr das Bernstein WC Dusch Pro Plus erworben. So habt ihr auch noch eine Fernbedienung im Lieferumfang. Diese können wir natürlich optional anschrauben hier mit diesem Halter oder so wie ich es hier mache, einfach ankleben. So, damit bin ich dann auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Noch ein wichtiger Hinweis, dieses Video entstand in Zusammenarbeit mit bernsteinbadshop.de. Link zu allen hier verbauten Produkten natürlich wieder wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, so werde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch noch zusätzlich auf das Glockensymbol neben dem Abo-Button. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.